Moin Leute, Trimax hier. Es geht weiter mit Outlast. Wir sind fast am Ende. Es geht nicht mehr lang. Ein, zwei Folgen vielleicht noch. Es geht jetzt endlich weiter. Das Game ist halt schon ziemlich krank. Das ist auch unter anderem der Grund, warum wir jetzt hier so eine lange Pause hatten, bis das nächste Let's Play hier weitergeht. Es ist witzig mit der Community, aber man hat halt durchgehend ultra Panik und es ist nicht richtig ein Spiel. Es ist so ein Horror-Simulator vielleicht. Privat würde ich das auf gar keinen Fall zocken. Wir machen weiter. Mal gucken, was da noch so kommt. Die Zuschauer, die jetzt hier noch am Start sind, feiern es auf jeden Fall. Haben schon viel gedrängt. Wochenlang immer wieder die Frage, wann kommt die nächste Outlast-Folge? Jetzt kommt sie. So, ich weiß überhaupt nicht. Wie geht nochmal die Steuerung? Hey Leute, ich bin so raus, ne? Nicht tauchen. Hä, wie? Ah, da ist die. Ich wusste gerade nicht mehr, wo die Kamera ist. Na, das kann ja was werden, Leute. Passt der Ton so bei euch? Bei mir ist er viel zu laut. Ist auch dieser überkranken Miene. Die Jumpscares werden mich heute so eiskalt erwischen. Okay, Leute, wir machen wieder eine Challenge. Nicht erschrecken. Okay, ihr müsst ehrlich sein, wenn ihr euch erschreckt. Wenn ich mich erschrecke, ist das ja offensichtlich. Man sieht es ja dann. So, was ist hier so laut? Das ist eine Leiter, das habe ich gar nicht gesehen. Sah von der Seite irgendwie anders aus. So. Ja, die Musik ist halt mega entspannt, ne? Keine Frage. Muss ich darüber balancieren oder geht's woanders lang? Oh, okay. Ist aber ganz schön risky, was er hier macht. Gott, ey. Kommst du hier nicht durch? Oder soll ich da hoch, oder was? Okay, gehen wir da hoch. Alter, wir werden gleich wieder so verfolgt von irgendeinem Scheiß. Ja, Chat schreibt auch, hab Angst. Okay. Was haben wir hier? Hier irgend so ein Shit. Könnt ihr pausieren oder hier reinziehen? Das ist zu viel mit den ganzen Kapiteln. Die Story haben wir ja trotzdem drauf. Was sind das für Geräusche? What the fuck? Wo ist das Ding hin? Oh, ist das krank. Alter, das ist so krank. Ich bin einfach so verstört.
Oh, you have to tell me. Off of me. Not unless you answer. No. Fine. Then you have to give up. If you say I win, I'll let you up. Okay. You have to say it. You win, okay? You're such a pushover, Blake. Ich bin komplett verstört. Lasst mich los. Okay. Ey, die lässt mich nicht los. Oh, ist das, was ist das für eine kranke Scheiße? Aber dieses Hin- und Her-Switchen von den Szenen. Oh Gott. Sind wir schon wieder hier? Did Lynn ask you to ask me? I asked first. So? I don't know. Nerd, shut up. You are. Ey Leute, vor welchem Szenario habt ihr mehr Schiss? Von den fucking Minen? She said to ask, didn't she? Maybe. I don't know. I just wanted to know. You're a nerd too. I know. Oder vor dieser dämonenverseuchten fucking Schule. Ich glaube, die Schule ist bei mir. Alter, was ist das für eine Scheiße? Wir laufen die ganze Zeit durch den Flur, nur damit ich mich gleich so richtig doll erschrecke. Wisst ihr was? Ich erschrecke mich nicht. Ja, es ist hier ein dunkler Flur. In der Schule. Na? Alle schreiben, die Schule ist gruseliger. Was ist das, so eine katholische Schule? Na gut, es ist auch eine katholische Mine, da kann man natürlich nichts dagegen sagen. Why? Why what? Like, why do you want to come over? I don't know. Wenn ihr euch richtig erschrecken wollt, macht mal den Ton richtig laut. Macht euch, gönnt euch Kopfhörer, macht den Ton laut, so wie ich. What don't you know, Jessica? Oh. Oh. Sorry, we... What are the two of you doing in here? I'm sorry, Father. Was ist denn der? We stayed after school for journal? We were just leaving. Let's step back into class, please. Blake? You're not in trouble yet, Blake. You don't want to get in trouble, do you? Just stay with me. I want you to tell me what you were doing in here. Were you misbehaving? Do I need to call your parents? Jessica, do I need to call your father again? No, please. I only want us to be friends. Nobody's in trouble yet. Does one of you think you can make this right? Jessica? Was hat denn da im Gesicht, Jessica, Mann? Look at me. Will you pray with me? Will you help me make this right? Why don't you go along home, Blake? Don't go. Did I interrupt something between you two? It wasn't like that. Then what did you want? You won't say? You know, shame is a gift from God. To let you know right from wrong. And what you want is very wrong. Go home and pray. Stay. I want you to stay. Blake, please. This is awkward enough. Nothing's the matter, but I need you to leave us. Oh, ist der abgefuckt. Everything's okay. You can leave, young man. Walk away. Alter. Was geht denn ab, bitte? Darf ich das überhaupt zeigen auf... Na gut, ist ja nichts passiert. Man kann sich nur denken, was passiert. Gar kein Problem. Responsibility. Ja. Der katholische Priesterlehrer, der übernimmt auf jeden Fall die Responsibility für Jessica. So, hier wurden wir doch immer wieder erschrocken. Der macht ja witzige kleine Oh, leck mich doch!
Wieder zurück? Ne, ich kann bestimmt eh nicht zurück. Raus hier. Hey. Ja, er sagt, ich soll nach Hause gehen, der Ausgang ist zu. Was ist denn das für ein Scheiß? Muss ich doch wieder zurück. Ich habe gerade darauf geachtet, wenn wir der Erwachsene sind, macht er hier so riesen Schritte. Alter, warum ist das so eine abgefuckte Schule? Warum ist die... What the fuck? Jetzt checke ich das auch immer, wenn sie sagt, er kommt. What the fuck? I don't know what you think you saw. Oh nee, komm. Komm, ich hab mich gerade erholen von der Szene. Ist ja schon wieder eine scheiß Verfolgungsjagd. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Frag mich mal, ob ich gerade Spaß habe. Ja, die Batterien sind leer. Chillig. Hey, haben wir sie abgehauen? Ich sehe da nichts. Nee, da ist nichts. Sehr gut. Ich glaube, ich sollte langsam trotzdem hier rausgehen, weil die Mine einstürzt. Ist aber ganz schön knapp hier, ne? Fuck! Fuck! Lynn! 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 The fuck, das ist Lynn? Die sieht richtig scheiße aus. Ist das eine Echse oder ist das Dreck? Dreck, das ist Dreck. Ah, ich hab sie so unter dem Arm irgendwie bestimmt. Oh, das ist krank. Geile, man hat echt eine gute Sicht, muss ich sagen. So, wo müssen wir denn hin? Ja, es ist halt geiles Wetter, ne? Ein Scheiß sehe ich hier. Gibt's hier irgendwo einen Kompass oder eine Karte? Sehr gut. Es kommt noch dramatische Musik und Gewitter und ich kann nirgendwo hin. Kann ich hier hochklettern? Nee. Hast du Spaß? Fragt jemand. Ja, safe. Ich liebe das immer, wenn ich einen 200er Puls habe. Das? Stein, okay. Alter, was zur Hölle passiert hier? Ist das... Was ist das? Ist das hier? Ja. What the fuck? Ja gut, habe ich mich erschrocken. So, Challenge beginnt von vorn. Keiner darf sich erschrecken. Jetzt kriege ich das hin.
ist denn das hier? Ist hier eine Atombombe hochgegangen? Das sieht ja aus wie bei MW2 in der Kampagne. Das sieht ja so bescheuert aus. It's too dangerous. You can't. We can't stay out here. Help me down, please, Blake. Okay, okay. Be careful. Fuck, fuck. Lynn, you okay? Alter. I'm coming down. It hurts. I'm sorry. Was geht bei ihr ab? Die gebärt jetzt hier den ultimativen Antichristen oder was? Ja, leg dich hier hin. Okay. Okay. I just. It's gonna be okay. Oh shit. Come on. Oh, nicht die. Nicht die. Die ist mir zu abgefuckt. Kann ich sprinten? Ach, ich kann nicht sprinten. Oh, komm schon. Ja, ist zu. Ja, what the fuck? Das hab ich zu fragen. Das war mein Part. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, was ist das für eine fucking Szene? Wir laufen mit einer Schwangeren vor einem fucking Ultradämon weg. Das ist nicht ein bisschen zu abgefuckt? Oh. Oh mein Gott. Oh. Sauber. Alter. Die hat ja mal richtig was abbekommen. Mega chillig. Ey, die hat jetzt das ganze Spiel ultra abgefuckt und genervt. Die ist sowas von down. Kann ich ihre Waffe nehmen? Die ist OP. Okay, nee, kann ich nicht. Die hatte noch nie eine Waffe hier in der Hand. Wie soll das funktionieren? So. Oh, ist die down. Die wurde ja sowas von exekutiert. Hier ist bestimmt zu, ne? So, hier ist mal alles zu. Ja, das kennen wir doch hier alles. Es sieht halt ein bisschen abgefuckter aus, weil hier die Apokalypse ist oder so ein Scheiß. Krank. Gott. Muss ich hier rüber gehen? Nee. Nee, das klappt nicht. Die Trassen einfach viel zu hoch. Ich sehe gar nichts. Kann mir ein Zuschauer erklären, was hier passiert ist? Warum gehen wir kurz in eine Mine, kommen wieder raus und es ist Weltuntergang? Was hat das mit der Story zu tun? Ja. Habe ich mich ein bisschen erschrocken, muss ich zugeben. Ja. Safe gehen wir in die Kapelle und suchen uns dort Schutz. Alter. Unentspanntes Wetter. Es geht ab. Ich check hier gerade gar nichts. Keep moving.
Alter. Was für ein episches Ende. Ich dachte, das ist hier so ein kleines Gemetzel im Minidörfchen oder in einer Mine, aber... Das nimmt ja hier biblische Ausmaße an. Na gut, ist auch der Antichrist. So, hier sind wir sicher. Leg dich hin. Nee? Nee, okay, weitergehen. Stimmt. Alter, was ist denn hier passiert? Jo, schön auf das Foltergerät hier legen. Einmal die Arme bitte da rein. You need to lie down. I can't do this. You can do this. Oh God. Something's wrong. Just keep breathing. What? Sehen wir das jetzt? Das will ich nicht sehen. Was ist denn das für Geräusche, als ob sie komplett aufreißt? Wie verstörend! Fuck. Ich komme gar nicht klar. So, Lynn said you haven't even kissed her yet. What? Like in Beauty and the Beast? Oh, you mean drama. The play. We're saving for the, like, actual night. Uh-huh. We are. Okay. We, like... Cheek kiss. So, like, is she your girlfriend? Tell me, or else. Or else what? Get off. I got you again. That's the child. Ach, der Motherfucker schon wieder. Taking care of my children. But yours... I am powerless again. The child's too strong already. You've murdered paradise. God has gone silent. Since the storm. The birth. Tja, der hat das... If he destroys us all. Der hat das Doppelkinn of Doom. Who will he have left to punish? I killed my children. All of them. Every last one. There's no more perfect faith than that. And still, God is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all, crush its skull under your heel. I know God doesn't hear dead men, but I expect he answers them. Boah, der hat sich voll ins Doppelkinn geschnitten.
the fuck? Ey, sind alle... Alle aus der Story sind tot, Mann. Wie krank. Okay. Egal, wir haben das Kind. Wir haben den Antichrist, dann ist ja auch egal. Okay, was geht jetzt? Wir hatten die ganze Zeit den Auftrag, Lin zu retten. Lin ist down. Der Dämon, der uns immer killen wollte, ist down. Dieser... Wie heißt der? Wie der dicke Knot oder sowas ist auch down. Die Mine ist eingestürzt. Gott ist tot. Happy End, würde ich sagen. Apokalypse. Yo, der hat's auch geschafft bis zum Ende. So. Woran sind die gestorben? Alter, sind die tot. Was? Ah. Hey, Blake. Try to find me. I'm over here. Wie unwitzig. Oh Gott, ey. Ja, hab sie nicht gefunden. Verkackt. Sie ist doch tot. Begging thee to watch and keep, and send me quietly to sleep. Watchful Savior, wash away all I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like thee. Alter. Hier fasst es ein Zuschauer ganz gut zusammen. Gut, ich bin komplett verwirrt. Das kann ich so wiedergeben. Da... Wisst ihr, ich mache das einfach ganz entspannt. Ich lade das einfach auf YouTube. Und irgendjemand, der so richtig gut die Story durchschaut, der schreibt genau hin, was das zu bedeuten hat, das Ganze. Wird die Musik so laut? Was war das denn für ein Ende? Das Spiel geht darum, die ganze Zeit Lin zu retten und dann ist Lin tot und dann, ja gut. Schade, nicht geschafft, Spiel zu Ende. Viele denken sich jetzt, what the fuck? Kommt da noch ein Teil? War das nur der Anfang? War das ein Prolog? Das Game ist durch, war auf jeden Fall mega nice. Auch wenn man das Ende, ich glaube für das Ende muss man auch die anderen Outlast-Teile gezockt haben, glaube ich. Könnte ich mir vorstellen, habe ich noch nicht gemacht. Mache ich auch noch nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein geiles Game. Richtig gutes Horrorspiel. Verglichen mit Resident Evil fragen immer wieder viele. Resident Evil, da hatte man halt eine Waffe, konnte sich wehren, war auch mega unheimlich und so, ja. Hier hatte man halt gar keine Waffe, das war hier gefühlt so ein Horrorsimulator. Man hat durchgehend Panik geschoben, Verfolgungsjagd, Jumpscares, alles... Super krank. Beides extrem gelungene Horror-Games. Also, von Horrorfilmen oder so.
Da erschreckt man sich ja nahezu gar nicht, aber so Horror Games, das ist, wenn man da selber zockt und lenken muss, was ganz, ganz anderes. Also da war ich selber überrascht, wie oft ich mich da teilweise erschrocken habe. Ja, mega nice, mega nice. Ich will auf jeden Fall weitere Horror Games bringen, das ist auch gerade immer super nach den Clash Royale Streams. Danach kann man sowas immer mal wieder bringen, so eine Folge 20 bis 30 Minuten ist eine gute Sache.